Jawohl! Also, das Deutsche Fernsehballett und Julian Rein. Vielen Dank! Also, wie die Mädels gesagt haben, ne? Er tanzt einfach, wie er will. Herrlich. Beim Deutschen Fernsehballett war das fast 60 Jahre lang etwas anders. Die Nummern hatten immer Hand und Fuß, viele Hände und viele Füße und wussten genau, was sie tun. Die Girl-Reihe, das Paradestück des Deutschen Fernsehballetts. Davon kann man gar nicht genug kriegen. Zu jeder Zeit mit Perfektion und unendlich langen Beinen. Reihen. Das Deutsche Fernsehballett. Yay! Wahnsinn! Wunderschön. Toll. Und wir gehen jetzt wieder auf Zeitreise und landen in den 70ern. Und das finde ich auch gut, denn da bin ich geboren. Und hier sieht man mich übrigens bei einem meiner ersten Auftritte als Kind. Also natürlich habe ich da getanzt, also aber nur ein kleines bisschen. Das Ballett steckte in den 70ern nicht mehr in den Kinderschuhen. Auch dank der großen Auftritte in der DDR-Fernsehshow Ein Kessel Buntes. Ja, ja, zum Ausrasten schön waren die Damen des Balletts. Und freizügig. Mangel Wirtschaft an den richtigen Stellen. In den 70ern glänzten nicht nur Blusen verführerisch. Das Fernsehballett glänzt mit Schönheit, Eleganz und Perfektion. Mancher Künstler ist so entzückt, er vergisst darüber glatt seine Muttersprache. Mal Kammerspiel, mal Festspiel. Denn eigentlich braucht dieses Ballett Platz. Viel Platz. Und sind wir wieder ganz schön in Form. Ach guck, singen können sie auch noch. Und hüpfen. So sehen die Damen aber nicht aus. Genau, Bar. Das passt schon her. Und hier ist uns leider nicht überliefert, ob und welche Drogen im Spiel waren. Auf jeden Fall wird in den 70ern experimentiert, was das Zeug hält. Da trifft der Plaste-Kronleuchter auf das Sofapolster. Aber die Damen schleppen alles mit großer Professionalität weg. Also, 70er, das ist für mich vor allem. Ah, 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 stayin' alive, stayin' alive. Ah, 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 stayin' alive. Okay, genug, ja, ich hab's verstanden. Also, genau, Saturday Night Fever, John Travolta. Und ich war von ihm und seinem Hüftschwung hin und weg. Da musste man einfach mit tanzen, oder? Und er lässt auch tanzen. Den Bogen über seiner Geige. Ja, David Garrett, der Weltstar, lebt den weltbekannten Song. Und er lebt auch das Ballett. Er war mit dem Deutschen Fernsehballett schon oft auf Tournee und sie traten bei vielen großen Events gemeinsam auf. Da haben sich zwei wirklich gefunden, die vor allem eines sind, virtuos. Ich freue mich, dass er am Abschiedsabend des Balletts gekommen ist. Willkommen, Stargeiger David Garrett!
Mein Gott, das war ziemlich atemberaubend. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns nochmal später. Absolut. Gib mal was. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß auch, warum Tanzen so viel Spaß macht. Es ist eine besondere Form, Musik zu fühlen. Denn Tanzen heißt Leben, Lieben, Lachen. Wie die Musik von Beatrice Egli. Und hier kommt sie nochmal mit ihren großen Hits und natürlich mit dem deutschen Fernsehballett. Beatrice Egli! Aber was heißt hier Lelela? Die Schuhe hier sind nicht lila, aber sie sind schwarz. Und sie gehören unserem Überraschungsgast heute Abend. Ne? Und sie braucht auf jeden Fall Absatzschuhe. So, Sweetheart, da. Oh, alles gut? Ja, schön. Oh, was haben wir denn hier? Oh, wow! Der Hut gehört zum berühmtesten Revue-Tanz überhaupt. Ja, der Cancan. Schade, dass ich das nicht kann. Thank you.
Ballett. Also Carsten, sag mal, ist dir schon was aufgefallen, dass du und das Ballett ziemlich gleich alt sind? Sag mal, wo, musst du da immer drauf rumreiten? Ich bin super. Toll, ja, aber du hast natürlich recht, ja. Ja. Also das Ballett und ich, wir sind in den frühen 60ern groß geworden. Okay. Und also ich finde, das war ein super Jahrzehnt. Und es begann zwar etwas verhalten, aber eins war klar, es hatte eine richtig Fahrt aufgenommen. Schon in seinen Anfängen locken die Damen des Fernsehballetts mit langen Beinen. Oder kleinen Abstechen ins Kinderzimmer. Dann aber springen die Zeiger der Uhr um auf Showtime. Das Ballett wird zum Aushängeschild des DDR-Fernsehens. Überall. Am See. Und sogar bei den Werktätigen in Berlin. Susan Emmelke und ihre Kolleginnen machen sogar eiskalt auf Holiday on Ice. Ein Experiment, das nicht ganz so glatt läuft. Ganz schön lieber fest der Boden unter den Füßen. Auch wenn den Solotänzerinnen dabei die Schuhe abhanden kommen. Und eine Band liebt die 60er Jahre besonders. Sie bringt uns die Hymne auf die Lässigkeit mit. Don't worry, be happy. Die Baseballs. Don't worry, be happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it. Look on, know that don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. And every night we have some trouble. But when you worry, you make it a time. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
Thank you very much. Vielen Dank den Baseballs. Don't worry, be happy. Ja, mach dir nicht so viel Sorgen, sei einfach glücklich. War das auch, liebe Emmeke, dein Motto öfter mal oder musste es dein Motto sein? Hat er kein Motto. Ja, aber du hattest ja beim Fernsehballett nicht nur mit Spitzentänzern zu tun, sondern da kamen ja auch Leute so wie ich, so ohne Ballettausbildung. Ja, oder vielleicht noch viel, viel schlimmer. Gibt es einen großen Namen vielleicht, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, mit ihr oder ihm habe ich besonders gern zusammengearbeitet? Ja, da sind mehrere. Na, sag mal. Also Jerzy Korn, Helena Wondratschkova waren beide, dann Petra Kuslyk. Und du warst gut. Danke. Danke für die Blumen. Ja. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, sagen wir so. Ja. Ja, jetzt fällt mir nicht weiter ein. Hannemann, Helga Hannemann war unvergessen Helga. Also unglaublich. Ich habe selber mit ihr noch in einem Kessel auftreten dürfen. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Also pass mal, eins kann ich dir schon mal verraten. Ja. Mit deinem heutigen Überraschungsgast. Ja. Hattest du wirklich niemals Schwierigkeiten? Oder was? Nee, Carsten, sie ist ganz pflegeleicht, ne? Na, dann wünsche ich jetzt alles Gute, ne? Ah, der Ross, der macht das wirklich sehr, sehr spannend. Aber tatsächlich ist es ja gleich soweit, dann weißt du, wer dein heutiger Überraschungsgast ist. Und wir schauen nochmal, welche großen und prominenten Tänzer oder vielleicht sollte ich auch sagen, besser nicht so Tänzer, das Fernsehballett in den vergangenen Jahrzehnten unter seine Federboas genommen hat. Wer da alles mittanzt: Helena Wondratschkova, Jerzy Korn, die unvergessene Helga Hahnemann, Filmikone Jopi Heesters, Sänger Ricky Martin und Helene Fischer, die sich richtig verausgabt. Von Maite Kelly gibt's Folgensprünge, Andreas Gabalier zeigt seine besten Seiten und Johannes B. Kerner lässt's richtig krachen. Was ist ein Applaus für das deutsche Fernsehballett? DJ Bobo ist ein großer Fan, genauso wie diese Sängerin, Mireille Mathieu und Nina Hart. Hier sitze ich nun schon 10 Jahre. Ach, heute komme ich einfach mal raus. Diese Lady hat das Fernsehballett sogar aus ihrem Guckkastengefängnis befreit. Petra Kuslyk. Sie moderiert, singt und lässt sich gern auffangen. Die Entertainerin zeigt sich immer wieder gern mit dem Ballett. Besonders mit ihrem Lieblingspartner, André Höhe. Wo ich gehe, da muss ich singen. Irgendwie und irgendwas. Jeder Ton bringt mich zum Klingen. Ob von Flöte oder Bass. Ich hab Musik im Blut. Sie war mit Tänzer André Höhl noch einmal im Probensaal und hat eine alte Freundschaft wiederbelebt. Es ist ihr erster Auftritt auf der Showbühne seit 9 Jahren. Hier ist die wunderbare Petra Kuslyk. Ich hab Musik im Blut. Arme finden und tanzen. Gibt es in meinem Herzen nur einen Rhythmus und einen Takt? Ich brauch keine tollen Sachen und kein Konto auf der Bank. Willst du mir eine Freude machen? Schenk mir einen Plattenschrank. Ich hab Musik im Blut, Musik im Blut. Ich hab Musik im Blut. Vielen Dank, André Höhl und Petra Kuslyk. Entschuldige, Carsten. Lieber Emmy, ich kann dich nicht drücken, nicht knuddeln. Ich verbeuge mich. Danke, dass ich heute hier sein kann. Ach, schön, dass du da bist. Liebe Emmeke, was sagst du? Ist uns die Überraschung gelungen? Ich bin sprachlos. Aber ich habe auf sie getippt. Also, das freut mich richtig, dass du da bist. Sehr, sehr schön, dass du ich da bist. Ich habe mich auch sehr gefreut auf dich, Emmeke. Sehr. Du hast meinen allergrößten Respekt, denn du hast extra für den Galaabend heute dich nochmal in den Ballettsaal begeben und hast wirklich hart gearbeitet mit André.
Wenn du das noch mal machst, bin ich auch nicht. Ganz stark. Ganz stark. So gefehlt, das mache ich nur für Sie. Wirklich. Ich habe Musik. Nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für dich, lieber Emmeke. Wirklich. Ach, das ist ganz lieb das von dir. Hat so viel Spaß gemacht und wir haben so an dich gedacht. Und Emmeke war ja für mich immer die Tänzerin. Und als ich meinen ersten Kessel machen sollte, war ich dann zum ersten Mal im Ballettsaal. Und voller Ehrfurcht habe ich auf die schönen, schlanken, hochbeinigen Mädchen geguckt. Ich, kleiner Mokel, dazwischen. Und dann kam Emmeke Pöschteny. Und sie sagte dann, ich mache für dich die Choreografie. Und diese Choreografie, also kann ich mich erinnern, war für sie bestimmt nicht ganz so kompliziert, aber für mich ja. Und dann gab es ja, muss ich auch nochmal Dankeschön sagen, weil die Tänzer und Tänzerinnen, die haben so viel Geduld mit uns gehabt, ja, muss man sagen. Die immer wieder, immer wieder. Und einer besonders, Lothar, der hat mir dann die Schritte beigebracht. Und bei dieser Choreografie für den Kesselbund, damals hat die Emmeke dann so gesessen, hinten, ich habe vorne getanzt und plötzlich sagte sie, ich gehe mal eine rauchen. Ich gehe mal 10 Minuten raus. Stimmt du denn? Doch. Ich weiß es nicht. Doch. Und dann hat der Lothar eben zu mir gesagt, jetzt ist der Moment, wir müssen in 10 Minuten die Schritte können. Und dann konnten wir es. Und du warst zufrieden und du warst happy und du warst glücklich. Also es rührt mich tief und dass du auch hier bist und ihr hier seid, es ist wirklich ganz stark und weißt du, und ich glaube, wir haben nicht umsonst gearbeitet. Diese Arbeit wird bleiben. Und das war für uns immer ganz wichtig, dass die zeigen konnten, was sie können. Liebe Petra, wir bleiben noch mal kurz bei dir. Wir gucken uns noch einen kleinen Ausschnitt an, den wir vorbereitet haben. Und ihr könnt ja schon mal überlegen, wann das ungefähr gewesen sein wird. Wir verraten nicht, wir verraten das ja auf keinen Fall, okay. Aber den Auftritt kannst du dich noch erinnern, oder? Natürlich, stimmt, Emmeke. Das war meine erste Kesselsendung, ein Kessel buntes. Und das war in der Stadthalle Chemnitz, das darf ich ja sagen. Ne? Ja, und die Choreografie, weil wir ja heute so dabei sind, die war von Ferenc Schallmeier. Also, wenn Sie zu Hause das ja kennen und mitraten wollen, auf meineschlagerwelt.de finden Sie das Gewinnspiel. Und das